Du hast dich gut gehalten bisher. Nun setz den Baumstamm in Bewegung. Das wird diese stinkenden Groms für eine Weile von uns ablenken. Gut, ich bin schon unterwegs. Baumstamm in Bewegung setzen. Na, klasse. Und den will ich noch ausnehmen. Gut. Baumstamm, 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 Baumstamm. Du bist hier. Gute Arbeit, Mensch. Du hast uns sehr geholfen. Aber wie ich sehe, sind die Groms hinter dir her. Nimm diesen Bogen und bereite ihnen einen würdigen Empfang. Ich werde mein Bestes geben. Gut, einen Bogen. Was meine Keule? Rechtsklick zielen? Nee. Ach so. Das ist ja mal ein cooles Zielsystem. Schade. Ich hätte sie gerne ausgenommen. Deine Fähigkeiten haben in den Kerkern Gandoras ein wenig gelitten, was kein Wunder ist. Also, warum hast du nicht zwei Pfeile verwendet? Dazu müsste ich erst mal wissen, wie es geht. Eigentlich ganz einfach. Du nimmst zwei Pfeile gleichzeitig und zielst. Ich versuch's. Das ist ja mal geil. Okay, wie funktioniert das jetzt? Für die Waffe zielen. Halten, um zu spannen, X drücken, um den Sniper-Modus zu wechseln. Das ist der Sniper-Modus. Der Multi-Pfeil. Rechte Maustaste markierst du bei den Zielen. Das ist los, du schießt gut. Das. Was? Trichter. Hast du beide Ziele? Okay. Funktioniert das jetzt? Multipfeil. So. Ich habe jetzt rechte Maustaste gedrückt. Es will nicht. Naja, mal gucken. Um zu schießen. Oh. Oh. Das ist ja mal geil. Oh, ist das cool. Ist das geil. Du warst gut, wirklich. Lass uns jetzt ins Lager zurückkehren. Geh voraus. Also das ist das erste Spiel, was ich bis jetzt gesehen habe, in dem man wirklich... Das ist genial. Schauen wir mal. Wo man wirklich die Pfeile, naja, steuern kann. Also bei Fable war es so... Multipfeil hat man einfach aktiviert und wir haben ihr Ziel gesucht. Ist wohl auch ist bequemer gewesen, aber hier hast du das Gefühl, du... Geil. Hat man ein richtig krasses Waffengefühl. Das haben sie schön gemacht. Ah, du hast dich nicht schlecht geschlagen. Mal sehen, wie du dich hältst, wenn es hart auf hart kommt. Morta hat ein paar Speer von einem ihrer anderen Stämme erledigt. Und Gortarius ist es gelungen, die Falle zu öffnen. Darfa ist erstmal in Sicherheit. Gut, freut mich, dass ich helfen konnte. Wann werde ich eure Prophetin treffen? Wenn sie es für richtig hält. Im Moment ist Darfa für dich verantwortlich. Warum lasst ihr die Groms überhaupt so gefährlich nah an euer Lager ran?
Diese Aasfresser sind vor allem damit beschäftigt, sich gegenseitig umzulegen. Normalerweise bleiben sie in ihrem Teil der Insel und kommen uns nicht in die Quere. Sie können nur den Schwächeren gefährlich werden. Gut, dann werde ich sehen, ob ich mir bei Ihnen mehr Ausrüstung verschaffen kann. Ich werde einiges brauchen, wenn ich Kira befreie. Sei kein verdammter Idiot. Du bist noch zu schwach. Die Groms würden dich in Stücke reißen. Und die Prophetin braucht dich lebend. Also dann? Schon wieder auf den hübschen Beinen? Ja, es geht wieder. Gotharius ist ein Virtuose. Wenn nur ein Hauch Leben in dir steckt, hat er für fast alles einen Heiltrank. Gut zu wissen. Oktor sagt, du wolltest mich sehen. Ja, wir sollten jetzt zu ihr gehen. Sie wartet schon auf die Begegnung mit dir. Du meinst... Die Prophetin. Verstehe. Also, können wir? Wenn sie schon so lange wartet, dann hält sie sicher noch einen Moment aus. Genau. Meinst du nicht auch? Wir gehen jetzt. Schon gut. Wir machen alles, was du sagst. Folge davon. Ja, sehr gut. Die Minimap ist schön. Sehr gut. F2. Also ich habe mehrere Cache bekommen. Okay. Robusogel, der ist ausgerüstet. Schmieden. Leder, Stahl und Holz. Zerlegen wir das Ding mal. Muss ich den skippen? So viel zu dem Thema. Cool. Das ist die 4 und das wird mal die 5. Sehr gut. Was ist das? Amulett. 4 plus 7. Ach, wurscht. Einfach anlegen. Und irgendwas muss das ja gut sein. Karte. Bestimmt Karte war 0. Quest und Rotation war 8. Gut. Mal sehen, was bleibt. Alter. Ich kann das Zeug noch nicht ausnehmen, oder? Bitte, bitte, bitte. Ah, es geht. Okay. Dann speichern wir erstmal. Und jetzt probieren wir mal. Anders. Fleisch. Mir. Heil. Das gibt's ja auch. Das ist bestimmt der schnell geplündern Knopf. So muss es doch weg. Okay, primitives Schloss. Machen wir das mal auf. Lass deine Finger weg. So viel zum Thema. Oh. Stellen wir die mal wieder hin. Interessant. Vielleicht sagt er was, wenn ich hier rumschlage. Nein, sagt er nicht. Guti. Dann gehen wir mal... Sei froh, dass sie noch lebt. Jetzt erledigst du besser deinen Auftrag.